So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier von Cities Skylines, zu Folge Nummer 10 mit dem Natural Disasters DLC. In der letzten Folge ist hier uns ein bisschen was abgebrannt, deswegen ist der Boden auch, glaube ich, ziemlich ekelhaft verfärbt worden. Ja, genau, wir hatten in der letzten Folge so ein bisschen hier weiter ausgebaut, haben halt angefangen, die ersten Industriezweige hier hinten reinzusetzen, haben dann aber auch hier gesehen gehabt, cool, funktioniert, das können wir außerdem mal ausschalten. Haben wir ja angefangen gehabt, hier dann doch zu sagen, wir hätten doch hier gerne so ein wenig drinne, was halt ja doch nach der Industrie eher aussieht, die wir uns hier zum Beispiel vorstellen. In dem Fall wollte ich gerne oder würde ich hier gerne doch so eine Art Mini-Werk aufbauen. Ja. Das heißt also hier dann doch eine etwas größere Straße als Hauptzweig oder als Hauptweg rein. Und dann hier gerne mal schauen, was da so käme. Ups. Ja, jetzt können wir jetzt hier erstmal abreißen. Genau, das war ja das, was ich auch angefangen hatte. Wir werden aber nicht nur jetzt so ein bisschen hier die Straße ausbauen und uns denken, so geiler Scheiß. Nein, wir werden hier auch wirklich weitermachen. Das heißt also, erstmal werde ich hier den Zaun zu Ende führen, den ich hier ja angefangen hatte. Und danach werden wir halt... Wieso macht er das denn nicht? Achso, das ist wahrscheinlich für den viel zu nah, ne? Dann machen wir das halt so. Bis da hinten hin. Und dann halt auch bis hier. Das ganze Gebiet durch. Und das heißt dann, ab hier würde es dann weitergehen. Ist das jetzt gerade? Ich hoffe mal ja. So. Das heißt also, hier hinten werden wir dann ja so eine Art Mini-Einfahrts-Sperre-Kontrolle machen. Oder sagen können, jo, das ist nice. Beziehungsweise so könnten wir uns das halt vorstellen, wie das halt aussehen könnte. So, das heißt aber, wir kopieren hier uns nochmal einen Zaun und verlängern den halt bis vorne ans Gatter, bis vorne ans wirkliche Tor, damit es halt auch dann richtig zu ist, wenn die Tore zugehen. Deswegen da auf jeden Fall das. Die müssen wir, glaube ich, ein bisschen runter. Die kann man gar nicht hoch und runter bewegen, okay. Interessant, also hier können wir auf jeden Fall dann sagen, cool, wir haben jetzt hier ein Gebäude dann, was uns die ganze Arbeit abnimmt. Ist die Straße eigentlich genau? Nee. Ich wollte gerade sagen, genauso breit wie eventuell die anderen Dinger. So. Zack. Zack. Jetzt move wir den dahin. Dann haben wir hier unseren Weg schon mal drin. So. Ja, einige empfinden das jetzt wahrscheinlich als WTF, Daniel, was machst du da? Ich versuche hier einfach gerade nur mal so ein bisschen dem nachzukommen, was ich hier eigentlich
somit als gut empfinde. Und zwar in dem Fall hier die Strecke auszubauen, zu sagen, geil, das gefällt uns so oder das gefällt mir so, wie es halt sein kann. Und dann können wir hier dann auch die ganzen Hallen, die wir da zum Beispiel gesehen hatten schon, oder die wir uns da schon in der Auswahl mal angeschaut haben, hier dann auch wirklich verwenden. Als Fabrik, so wie wir es haben wollen, tun und bekommen werden. So, 130.000 haben wir auf jeden Fall. Das heißt, wir können hier jetzt dann nochmal die Drop Zone kaufen. Ach, der hat zwei Anschlüsse da unten. Ah. Okay. Das heißt, ich mache das erstmal hier. Doch, die ist etwas größer als gedacht. Also die Drop Zone von dem Ding. Also das ginge ja. Und das würde ja auch noch gehen. Das heißt also, hier hätten wir dann noch ein Recycling Center, was jetzt hier auch dann irgendwann mal aufgenommen werden könnte. Genau, das heißt, wir können jetzt hier den ganzen Müll, den wir ja eh schon hier loswerden könnten, können wir jetzt echt hier abschieben und sagen, cool, das war's, lieber Müll, den wir brauchen dich nicht mehr. Dafür liebe ich diese Anzeige doch so ein bisschen. Ich blende die jetzt aber gerade mal aus. Da wir jetzt hier unten, oder da ich jetzt hier unten, unter anderem die ersten Gleise bauen will für die ganzen Bahnen, dass wir hier sagen, schön, wir wollten ja endlich hier die Bahnen haben, nur müssen wir sie dann halt auch richtig ausbauen und nutzen, dass wir halt auch davon profitieren im Endeffekt, ne? Und das war ja bislang immer so das Problem, wir haben halt zwar die Bahn gebaut. Hä? Ach, der bindet die gar nicht da an. Aha. Das ist ja epic. Wir haben die zwar nie wirklich gebaut. Also doch, gebaut schon. Aber dann halt entweder falsch genutzt, nie richtig irgendwie weiter ausgebaut oder hast du nicht gesehen. Also es gab viele Gründe, die wir teilweise hier hatten. Wieso wir zum Beispiel irgendwas nicht weitergeführt haben. Wieso etwas hier. Wieso etwas da. Und all solche Scherze. Ne? So, das heißt also, wir können den jetzt abreißen. Den können wir da abreißen. Das können wir da abreißen. Den und den. Dann versuchen wir uns jetzt hier halt zweispurig reinzubauen. Dann halt von da nach da oben. Das Ganze können wir ja hier noch ein bisschen verlängern beziehungsweise kürzer machen. Vielleicht machen wir das dann auch einfach hier nochmal etwas anders. Dass wir hier sogar sagen, wir reißen noch einen mehr ab. Sagen dann halt hier. Ne, wir können ja allgemein dann ab da schon sagen, kommt, wir nehmen einfach die größere Brücke. Oder wir gehen ja ab da eh oberirdisch lang, dann lass doch gleich das machen. So. Nicht moven, ich will bauen. So. Das heißt also, bis hier können wir runter. Alter, wieso sieht denn das so komisch auf der Ecke aus? Kann ja auch gerade täuschen. Dann können wir halt von da runter bis zu dem Punkt, den wir jetzt hier haben wollen. Wie weit auch immer dieser sein wird jetzt. Eigentlich wollte ich hier jetzt nicht weiter höher bauen, tiefer bauen, sonst wie bauen. Also,
Klar, können wir natürlich auch einfach lösen. Wir haben hier die Ground-Funktion. Mit der läuft das dann halt alles direkt easy ab. Setzen wir halt Denken und so, geil. Und dann schauen wir uns das einfach nur noch an, wie das am Ende aussieht. Nee, eigentlich können wir das hier auf Ground lassen. Dann gucken wir jetzt einfach, wo wir die Anschlüsse machen müssen. Wo zum Beispiel was empfehlenswert wäre. Oder wo wir halt sagen, ja, ist halt jetzt vonnöten. Aber doch irgendwie noch nicht so zwingend, dass wir hier sagen, Alter, komm ey, wir müssen das jetzt machen. So. Das hätten wir dann zum Beispiel hier. Dann moven wir den. Das war doch hier. Oh. Der geht doch dann etwas höher. Als ich dachte. Von dem Punkt aus. Dann müssen wir das Ganze hier halt anpassen. Dass hier dann doch die Gleise unter... Also etwas runtergelegt fahren. Dass wir halt hier nicht diese Hügel drin haben, die das Ganze halt wieder uncool machen. Wo wir uns denken, Alter, was für ein Scheiß. Wisst ihr, was ich meine? Ja, hier könnten wir jetzt auch nochmal ein, zwei runter. Bis wir halt zu der Stelle kommen, wo wir sagen, ist okay, wo haben wir denn hier noch einen Punkt? Da. Genau, und dann gäbe es ja den Punkt hier. Wenn der halt passt, dann haben wir hier doch erstmal so die wichtigen angeschlossen. Oder das Wichtigste angeschlossen, was wir hier brauchen. Und wenn wir jetzt von hier aus können wir... Nein, ich möchte jetzt hier nicht auf den Ground gehen. Von hier aus können wir dann auch parallel jetzt irgendwie eine Spur in unsere Stadt weiterführen lassen. Oder halt sonst wie. Ich sollte den Tree and Prop Energy Mod jetzt doch mal wieder ausmachen. Dass wir halt hier sagen, cool, wir haben jetzt hier halt doch die ein oder andere Verbindung. Nur wohin, genau und so. Das ist halt so, wie es ist. Das steht halt noch nicht ganz fest, aber es wird halt kommen. Das finde ich zum Beispiel auch nicht schlecht. Guck mal, wenn wir hier das sehen, können wir hier auch die Höhe sehen, wie viel Meter Unterschied sind zum Beispiel. Das ist cool. Und auf den Mod sollte ich, glaube ich, mir öfters achten. Dass wir doch da ein bisschen mehr mitmachen. So, das heißt aber hier können wir 12. Zu 12. Nicht wundern, ich mache jetzt hier auch nochmal 12 zu 12. Einfach nur, dass wir das haben. Von der Höhe, dass wir hier dann eine Kurve haben, die halt hier runter geht. Also auf das eine Gleis. Und dann zum Beispiel irgendwie eine zweite machen, wo wir das halt über das Gleis rüber weggehen lassen und dann halt auf dem anderen runterkommen. Ne? So. Genau, das heißt dann hier gehen wir zum Beispiel bis dahin und dann von dort aus bis da. Dann können wir hier jetzt das nochmal ausrichten, so wie wir das haben wollen. Dass wir dann hier zum Beispiel ja eine einfachere Auffahrt haben. Wieso sieht das hier eigentlich so abgeknickt aus? Naja, ist ja auch gerade egal. Und dann können wir halt hier uns so ein bisschen dran orientieren, aber halt nicht nutzen wirklich. Hier können wir dann ja sagen, läuft bei uns.
Und dann machen wir jetzt hier. Zwölf zu zwölf. Hätten halt dann hier die ganzen Anwendungen schon mal parat. Gehen jetzt runter. Ja, ich laber schon wieder ein bisschen viel. Ich weiß, ich merke es gerade. Dann macht er hier das aber nicht mehr als eine. Okay, dann machen wir das halt so. Und dann machen wir halt hier die Anbindung darauf. Das war halt hier dann doch sagen. Jo. Wir haben jetzt hier die erste erfolgreich angeschlossen. Freuen uns jetzt so ein bisschen darüber, dass das alles läuft. Können jetzt hier die zweite abreißen. Also die zweite Anfahrt abreißen. Gehen dann jetzt hier die letzten entscheidenden Meter zum Beispiel noch weiter mit runter. Oder sagen halt hier, komm. Ist halt alles wie es ist. Doch so ein bisschen länger gezogen und hast du nicht gesehen. Und hier noch ein bisschen, da ein bisschen. Und dann können wir hier auch relativ schnell fertig werden. Die Bahn will ich später auch fahren lassen. Die kennen vielleicht noch einige aus dem Nordic DLC. Beziehungsweise aus dem, doch aus dem Nordic DLC von Train Fever. Ich weiß nicht, wie viele Train Fever Zuschauer dabei sind. Deswegen, da hatten wir die halt auch schon mal genutzt. Beziehungsweise war die ja standardmäßig mit drin. Wir moven den jetzt doch hier mal ein bisschen runter. Oh. Es ist ein bisschen hoch. Es wirkt halt anders. Also es wirkt halt doch hoch, aber irgendwie auch nicht hoch. Weil das so komisch abgeknickt ist, deswegen. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier auch die ersten Anschlüsse halt. Ups. Das heißt, den haben wir jetzt hier fertig. Wir können den jetzt hier sagen, cool, das läuft jetzt. Wir haben jetzt natürlich zwei Laternen hier mittendrin. Das versuchen wir nochmal irgendwie zu vermeiden. Indem wir das dann so ein bisschen strecken, ziehen und wieder hinsetzen. dann haben wir auf jeden Fall hier auch schon mal die Möglichkeit, Leute von extern halt in die Stadt reinzuholen und zu sehen, entweder haben wir das jetzt richtig gemacht oder wir haben es falsch gemacht oder wir sind einfach mega Deppen. Ja. Irgendwie geht das Gleis hier auch ein bisschen weiter nach rechts, komischerweise. Da hat, glaube ich, der Erbauer irgendwas falsch gemacht. So, ich bin mal gespannt, ob dann hier irgendein Zug reinfährt. Oder ob wir hier wirklich dann sagen müssen, wir bauen uns eine eigene Linie auf und am Ende fährt dann doch irgendwo selber da der Zug durch. Und du denkst dir nur so, hä? Woher kommt der jetzt? So, das hatten wir ja schon des Öfteren. Dass wir uns das... Lol, hier fehlen die Wände. Dass wir doch sowas hatten. Das sind die... Das sind doch hier unsere Wände, oder? Das ist normalerweise nicht eine Station aus Europa, glaube ich, meine ich. Ist so. Dann nehmen wir halt einfach die hier. Erstmal. So, die ist ja eh nur auf einem Gleis befahrbar, das Ding. Deswegen ist es da jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier erstmal nur eine Spur anfangen. Obwohl, wir können ja hier erstmal das so machen. Und dann das halt so aufsplitten. Dass wir hier doch sehen, das ist das, was wir haben wollen. Naja, nicht so ganz, aber es ähnelt dem schon, was wir haben möchten. Dann können wir halt hier sagen, cool, ich würde jetzt hier doch gerne, ich glaube auf 11 war das hier? Ne, 10.
Er würde dann doch hier gerne mal auf 10 runtergehen. So wie wir es halt wollen. Da habe ich aus Versehen alle Programme gerade im Hintergrund geschlossen. Das ist ein bisschen blöd. Wartet mal. Oder minimiert, besser gesagt. Habe ich aus Versehen Windows-Taste D, glaube ich, gedrückt. Obwohl ich eigentlich S drücken wollte. Dann gehen wir halt hier auf 10 runter und versuchen das dann halt hier auch anzubinden, passend. So. Dass wir da das haben und dann halt später den und vielleicht dann noch das. Und jetzt rufen wir den halt hier hinten raus. Oder den halt nach da noch. Erhöhen den jetzt hier. Der war vielleicht ein bisschen zu stark erhöht. Ach nee, das liegt daran, dass der falsch positioniert ist von der Höhe. Okay. Also falsch positioniert, aufgrund der Umbauten von der Höhe. Ja, das geht auf jeden Fall noch von der Höhe. Hier sieht das ja auch super aus, genau. Das heißt also hier sagen wir jetzt, guten Tag, ich hätte gerne die erste Bahn hier hinten rein. Nein. Typ wählen. Und dann hätte ich gerne die Kopenhagener S-Bahn. Zwei Stück und dann entfernen wir den. Genau wie den. Dann schauen wir uns das nämlich erstmal an. Wie das wirklich ist. Wo ist denn der jetzt? Ah, doch, hier oben spawnt er. Genau, das heißt also, hier oben passen dann 336 Leute rein. In die Bahn. Und dann freuen wir uns ja doch schon, dass jetzt die erste Bahn fährt. Das heißt also, der Regionalverkehr kann jetzt hier wirklich beginnen. Dann natürlich auch mit den passenden Gegenobjekten, das heißt Straßenbahn und weiteren Buslinien, sodass wir dann doch am Ende des Jahres mal sagen können, wir haben was geschafft. Wir haben ordentlich was geschafft und nicht nur irgendwas, sondern wir haben es wirklich geschafft. Das ist ja so die Voraussetzung, die wir oder die Erwartung, die wir hier haben. Wo waren das jetzt? Da war das, naja. Wo ich dann sage, das sollte doch hier gehen. So. Was hätte ich hier gerne? Wie viele passen denn hier nebeneinander? Da bleiben drei über, da bleiben drei über. Das heißt, hier könnte man. Oh, wir haben kein Geld mehr. Hier könnte man dann erstmal ein paar Hallen nebeneinander bauen. Du hast kein. Ich ziehe mich jetzt. Irgendwie will mich doch hier. Das eine funktioniert, das andere auf einmal tot. Das andere lebt wieder, das nächste tot. Oder das nächste funktioniert nicht mehr. Wo ich mir denke: Hä? Wieso denn? So, das heißt also, wir haben gerade unser Geld ausgegeben. Da müssen wir halt gegenarbeiten, dass es halt nicht mehr so ist. Und in dem Fall würde ich dann einfach stark vorschlagen, wir machen halt hier hinten erstmal eine Shopping Area hin, dass wir dann doch so ein bisschen Geld wieder reinkriegen. Und wir ziehen dann doch das Gebiet hier auch schon mal mit hoch und vielleicht machen wir dann hier noch ein Gebiet rein und sagen dann halt, nee, wenn dann hier hinten, guten Tag, noch weiter zu den Büroteilen. Oder? Nee, komm, wir machen hier nochmal Büro rein. Das lasse ich hier hinten mal frei. Oh, es brennt. Wo ist denn hier die Feuerwehr? Ö, 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 ö.
Normalerweise, wir hatten doch hier irgendwo eine Feuerwehr platziert, oder? Also, ich gucke nach Feuerwehr. Guck nach, was ist das? Katastrophenschutzdienste. Und denke mir so, läuft. Ach so, das Ding kann man überall bauen. Also das heißt, also der deckt dann immer nur einen bestimmten Teil ab. Was ja nicht so schlecht ist. Sollten das vielleicht nun nicht so unbedingt knallnah hier irgendwo dran stellen. Okay, das heißt, das deckt das ab. Okay, den Sinn verstehe ich noch nicht. Es sind aber Bojen. Genau. Okay, ja, wie kriegen wir da Geld? Yay! Und hier hinten sieht es dann jetzt auch mal etwas vernünftig aus, größer aus. So wie wir das haben wollen, ja? Ne? Wie wir es natürlich auch haben wollen, am besten jetzt hier. 4, 4, 4, kommt. Machen wir das erstmal bis hier hinten irgendwie hin. Dann können wir hier nochmal abmessen kurz. Wo denn hier ein Durchgang wäre. Dann mache ich das jetzt hier auch voll. Dann können wir nämlich hier hinten noch einen Park hinterbauen. Was ja dann auch nicht so schlecht ist. Außerdem noch vielleicht ein paar Parkplätze oder sowas. Sind ja auch nicht das Schlimme. Oder das Schlechte. Naja, das ist jetzt hier noch nicht so der perfekte Parkplatz. Haben wir nicht irgendwas Dünneres? Das war dieser Katastrophen-Riesenbauparkplatz. Das sind halt diese dünnen. Achso, und Taxis könnten wir auch mal... Nee, Taxis waren so schweineteuer, ne? Wir müssen so viel... Oder wir haben noch so viel, was wir hier machen können, ne? Wir haben noch U-Bahn, wir haben Busse. Wir haben noch so alles. Andere. Oh. Hier sind wieder ein paar Tote. Ja. Der 100.000? Der kostet 120.000. Alter, wie teuer sind die denn? Holla die Waldfee. Da sag mir doch mal bitte einer, ich bin teuer. Das sind Preise. So, und dann gehst du noch darauf, dann haben wir das hier. Und dann können wir hier halt hinten nochmal weiter ausbauen mit dem Wohngebiet. Können dann hier hinten noch so ein kleines Shoppinggebiet einbauen, dann wächst jetzt die Stadt doch so rasant. Wie auch nur möglich. Achso, es hat wieder gebrannt, okay. Wieso sind hier eigentlich so viele Tote derzeit? Das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage, die wir uns alle hier stellen. Wieso sind hier auf einmal so viele Tote? Ich würde jetzt sagen, weil sie es können, aber das wäre... ja doch nicht die richtige Antwort, weil sie es können. So. Also, was habe ich eben gerade nochmal gemacht? Ich habe versucht, diese Steigung nochmal so ein bisschen anzupassen. Damit es halt nicht zu steil ist. 0, 0. Hm. Okay. Alter, was ist denn jetzt hier für ein Verkehr eigentlich? Ist ja doch so ein bisschen, was hier jetzt hier durchgeht. Ja. Wieso fährt hier hinten eigentlich keiner rüber? Also nicht so schnell einer rüber. Wollt ihr mich jetzt hier alle verarschen? Alle nur einzeln? Ja, da kommt ein bisschen mehr lang als geplant. Das ist blöd. Spiel.
Wenn wir jetzt hier gerade rauskommen, ne? Dann würde ich lachen. Nee, kommen wir natürlich nicht ganz. Aber so kämen wir da raus. Das ist nicht schlecht. Wir bauen eine Brücke für diesen Meter. Manchmal frage ich mich auch, ey, was zum Teufel, wieso? Im nächsten Moment ist es dann alles wieder ganz normal und du denkst dir, habe ich jetzt irgendwas anders gemacht als vorher? Aber du hast halt nichts anders gemacht. Du hast halt eigentlich nur deine Arbeit getan. So. Zack. Dann nehmen wir jetzt hier das Ding und bauen das daran und dann können wir hier halt nochmal ein bisschen Industrie weiter ausbauen. Ich hoffe, die Verbindung steht genau. Das heißt, hier ist jetzt Guten Tag Industrie. Wir bauen aus und wir brauchen noch kein Wassergut. Natürlich, was in der Zukunft erfolgen muss, ist hier nochmal eine vernünftige Abfahrt, die auch mehr Kapazität handeln kann als jetzt unsere 3 Euro Auffahrt hier, die jetzt gerade mal so denkt, als ich gehe unter. Also die müssen wir andersrum bauen. In die Richtung, die, glaube ich, das Ding zeigt, sind mehrere Spuren. Ne? Dann machen wir das hier auch. Nan. So. Ah ne, hier können wir doch dann die vernünftigen wieder machen. So. Das heißt, wir haben jetzt hier versucht, gleich eine zweispurige Auffahrt zu bauen, damit das hier dann auch nicht mehr so hakt. Wieso sage ich haken? Weil es hängt ja doch dann ab und an mal hier so fest. Deswegen. So, und du gehst nach da. Du gehst einfach nur darunter. So, hat ja jetzt hier immer noch was zu meckern. Und ja, ich weiß, diese Regel gilt dann erst ab für die neuen LKWs und Fahrzeuge, die da langkommen. Da habt ihr das schon gesehen, ein paar halten sich dran. Oder ein paar haben sich dran gehalten, nicht alle. Wie immer, das ist übel. Alter, ich habe schon wieder die Folge jetzt 100% erreicht von der Zeit. Und ich habe ja noch nicht mal richtig was gemacht. Ja doch, ein bisschen, aber nicht viel. Könnt ihr mir bitte erklären? Wir haben hier 3 Spuren zum Auffahren. Und die fahren alle über eine. Was zum Teufel? So, du fährst da lang. Du kannst da drauf. Du auch. Ah ne, So. Das heißt hier, du fährst da drauf, du fährst da drauf, du fährst da lang. Jetzt passen wir das hier nur noch für die oberen an, damit wir das Thema dann halt auch durchhaben, sobald hier dann doch irgendwie die Ampel wieder sagt, ich bin da, bitte lasst uns durch. Damit es dann halt hier keinerlei Probleme gibt. Da fahren immer noch 0 Leute mit, muss ich die echt erweitern? Ihr seid jetzt krank wegen der Lautstärke. Diese Leute, ey. Diese Leute, Junge, Junge. Achso, Krankenhaus wollte ich eigentlich gucken. Da hinten sind sie mega krank. Hier hinten ist aber fast nichts. Ich baue hier einfach schon mal die... okay, das haben wir. Hier hinten fehlt aber noch einer. Ja, da haben wir auch eine, aber hier hinten fehlt halt eine. Machen wir dann hier auch nochmal eine irgendwo rein.
Und Polizei müssen wir auch mal schauen. Okay, das handelt das Ding da hinten. Und dann kommt halt hier die andere Polizei rein. Jetzt haben wir schon fast wieder kein Geld, aber wir machen hier genügend Geld. Und da würde ich sagen, schauen wir uns das ganze Thema hier dann nochmal in der nächsten Folge an. Wie das aussieht, auf jeden Fall nicht gut, jedenfalls für die Abfahrt, für die Auffahrt. Da staut sich's ja doch gerade irgendwie so ein bisschen hardcore. Wo ich mir denke, fahrt doch einfach auf. So schwer ist es ja auch nicht. Außerdem, was kannst du hier groß falsch machen? Nichts, also die Abfahrt funktioniert, nur die Auffahrt nicht. Also noch nicht so ganz, wie ich das erhofft habe. Ja doch, es geht. Also die Autos, die jetzt hier außen rumfahren, da sieht man, das sind so welche, die sind einfach direkt aus der Ecke gekommen. Die sind neu gespawnt, da funktioniert alles wunderbar. Ja, das schaut euch das hier an, ne? Langsam ziehen sich hier die Viertel hoch. Ja, es ist. Wieso ist denn hier überall Lärmbelästigung? Daran musst du dich doch gewöhnen. Blöder Einwohner. 600 Passagiere. Und letzte Woche, jawohl. Nice. Also, es funktioniert alles so, wie wir das hatten. Von daher, ich mache jetzt Ende. Das war's für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, bis dann und ciao.